Willkommen zu einem neuen Star Citizen Video. Heute haben wir Expo Tag 2. Und ja, da möchte ich natürlich auch hin und gucken, was da heute so ausgestellt wird. Also, es gibt ja diese Liste, welche Hersteller der Reihe nach dran sind. Aber da stand, glaube ich, gar nicht dabei, welche Schiffe im Einzelnen die ausstellen. Ich hätte mir da irgendwelche Leaks angucken können, habe ich aber nicht gemacht, ehrlich gesagt, sondern ich gehe jetzt einfach dahin und werde mir das vor Ort mal anschauen. Gespannt, wie viel auf dem Server so los ist. Aber ich vermute mal, es wird ordentlich voll sein. Das merkt man auch daran, dass es ganz schön ruckelt und alle laufen in dieselbe Richtung. Daran, dass ich alle überhole, sieht man auch, wie langsam man mit so einer schweren Rüstung ist. Das müsst ihr euch immer merken, wenn ihr Händler seid und ewig zu den Terminals rennen müsst, dann Rüstung ausziehen, nur im Undersuit laufen. Das nervt nicht so. So, mal gucken, ob es den anderen noch schafft. Stand clear of the doors. Sieht aber nicht so aus. Ah, da kommt noch einer. Okay, der hat's. Ich sehe eh keinen Nutzen darin, hier in Rea 18 mit Rüstung rumzulaufen. Aber anders gut ausziehen geht auch nicht. Da es hier zu viele Bereiche gibt, wo kein Sauerstoff ist, dann würde man ewig sterben und das macht auch keinen Spaß. So, das ist ja hier quasi schon das Expo-Gebäude. Now arriving. A shared space with other travelers. Remember, we're all taking this journey together. Und jetzt wieder Vollgas. T-Shirts haben wir schon alle. Können wir direkt zum Fahrstuhl durchstarten. Ja, wie es aussieht, kommt nicht jeden Tag ein Hersteller hinzu, wie ich gestern noch vermutet hatte, wie ich gehört hatte, sondern jetzt steht ja hier Tag 2, das heißt also wirklich jeden Tag ein anderer Hersteller. Heute ist es RSI. Mal einen Screenshot machen hier von dieser Situation, also von diesem Ausblick, sage ich mal, für das Titelbild des Videos. Ich glaube, das reicht so. Okay, also hier vorne die Auroras, Ursa Rover, ich glaube, das kennen die meisten. Gerade die Einsteiger sind ja nur mit den Auroras unterwegs. Und hier hinten kommen dann die
etwas interessanteren Schiffe. Die könnt ihr ja nun auch begehen und vor allen Dingen mieten. Ihr könnt sie alle mieten und damit rumfliegen. Das ist mein persönlicher Favorit, die Aquila. Die ist in dem Explorer Pack drin, in dem kleinen sowie auch dem großen. Ich finde die halt schön wegen der Scheibe und die hat oben einen Antennenturm und keinen Gefechtsturm. Die Andromedas haben oben und unten einen Gefechtsturm, die Aquila halt nur unten. Ihr habt gesehen, dass gerade einer mit dem Fahrstuhl rein, also hochgefahren. Ihr könnt also jetzt selber hier die Schiffe mieten und alle ausprobieren. Hier ist nochmal die Mantis. Einfach hier, ihr seht hier oben, es kostet 0 UEC. Einfach hier auf Rent klicken und zack, habt ihr das Schiff für eine gewisse Zeit gemietet. Ihr könnt hier rumlaufen und einfach alle Schiffe mieten. Dann könnt ihr alle kostenlos ausprobieren. Nehmen wir die Andromeda noch dabei. So. War das auch eine Andromeda? Ich glaube ja, ne? Die Phönix ist das, genau. Die Phönix sieht halt innen sehr schön aus. Das ist mehr, also von RSI, so der ja, Luxusliner, kann man so sagen. Aquila ist der Explorer, Phoenix der Luxusliner und die Andromeda quasi das Kampfschiff. Lasst euch nicht davon beeindrucken, dass die RSI-Schiffe im Verse so schnell kaputt gehen im Gefecht. Das ist im Moment noch nicht richtig ausbalanciert. Das wird später mal anders aussehen. Ich werde jetzt auch nicht da reingehen. Ihr sollt die Schiffe selber erkunden. Ich habe halt hier nur mal geschaut, was heute hier zu sehen gibt. Leider ist es nicht so viel, sag ich jetzt mal. Ich meine, RSI-Schiffe sind schon geil, so ist nicht. Aber ich hätte halt mehr erwartet. Okay. Rover, den brauche ich nicht mieten, den habe ich bei der Carrack dabei. Ich glaube auch in der Farbe, in der er hier steht. Ich glaube, das ist die Standardfarbe. Ja, der hat eine Waffe an der Seite dran. Da das Geschütz wird vom, ich glaube vom Co-Piloten gesteuert. Ja, der Rover sieht zwar hier so gut aus, aber in Wirklichkeit ist der, ja, wie soll ich sagen, der hat einen Wendekreis von einem Containerschiff, ne? Also das Handling ist jetzt nicht so doll. Aber vielleicht ändert sich das ja noch. Und lieber ein Rover zu viel als ein zu wenig. Okay. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß hier auf der Expo mit dem heutigen Hersteller RSI. Wie gesagt, mietet einfach alles, ist kostenlos und probiert aus, was das Zeug hält. Viel Spaß heute im Verse und ich sag mal tschüss, bis morgen in Star Citizen.